Jetzt kann es eigentlich kaum noch süßer werden. Ach doch, Elton, meine Damen und Herren. Ist das nicht putzig? Hast du das gesehen? Ja, das war sehr süß. Herrlich. Wirklich süß. Herz allerliebst. Ja. Ja. So süß. Aber nur der Typ wollte knutschen, sie nicht. Ja, ich fand interessant, dass der Tierpfleger dem Affen den Mund abgewischt hat. Gut. Johannes kann nicht ganz so viel gewinnen, aber immer ein bisschen. Und hier ist er, Johannes. Hallo. Hallo. Johannes, moin. Ja, letzte Woche war ja Pokern, die Woche davor, da hat sich Stefan verquatscht ein bisschen. Jetzt bist du aber endlich da. Jetzt Johannes, bin ich da. Wie alt, woher und was machst du dort? 26 aus der Nähe von Passau, also ziemlich weit weg. Ich habe schon befürchtet, dass er heute wieder irgendwie sich verquatscht. Aber da hätten wir dich doch noch mal eingeladen. Oder? Ja, aber da muss ich wieder 600 Kilometer fahren. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich, schön. Ja. Vor allem dann nach Köln. Ne? Ja. Ja, nee, Passau ist aber auch schön. So, wir fangen mit, an natürlich mit Frage Nummer 1. Es ist Herbst. Da singt man natürlich auch Herbstlieder. Warum soll einem bekannten Herbstlied zufolge der Wagen angespannt werden? Der Wind treibt Regen übers Land. Heyo, spann den Wagen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Das ist richtig. Holt die goldenen Gaben, holt die goldenen Gaben. Heyo. Das ist noch ein Kanon, ne? Kanon, ja. Ja. Ja, er ist schon alt. Das kann man nicht sagen. Frage Nummer 2. In der Schule gelernt. Ich bin seit, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr daran erinnert worden. Genau, wir machen weiter. Wenn ihr jetzt drückt, bitte sofort die Antwort. Diese Woche fing super an. Am Montag war der 11.11. An welchen Wochentag fällt dieses Jahr der 12.12.? Donnerstag? Das ist richtig. So, wir machen, der Johannes muss sich vielleicht ein bisschen eingewöhnen, deswegen mal eine ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung, sind aber gleich wieder für Sie da. Da sind wir wieder zurück, Blamier oder Kassier, die Show in der Show. Stefan gegen Johannes und Stefan führt mit 200 zu 0, also 200 Euro bis jetzt für ihn, aber wir haben noch jede Menge Fragen, nämlich Frage Nummer 3 zum Beispiel. Die Bürger haben entschieden, 2022 wird es keine Olympischen Spiele in München geben. Schade, denn wäre es dazu gekommen, hätte es in München sowohl Olympische Sommer- als auch Winterspiele gegeben. In wie vielen Städten war das bisher? Vier? Nein, das ist falsch. Also in wie vielen Städten war das bisher der Fall? Du hast nicht viel Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Schluss. Keine Antwort. In keiner. Ja, ich habe überlegt, mir ist keiner eingefallen. München wäre die einzige Stadt gewesen. Ja, denn die Antwort gibt man natürlich nicht keine. Das Einzige, was hätte ja Oslo vielleicht sein können, weil die meisten, die Wintersport-Austragerträger sind, können ja nicht gleichzeitig auch Sommerspiele machen. Welche bekannte Comicfigur ist in ihrem aktuellen Band bei den Pikten? Asterix. Das ist richtig, wo weißt du das denn? Irgendeiner Nachrichtensendung habe ich aufgenommen, dass es seit langem mal wieder einen Asterix gab. Oha, und okay, da habe ich dieses Wort gehört. Jetzt vor einer Woche oder so ist das rausgekommen, oder? Ja, jetzt bist du aber langsam... Blamieren, ja. Ja. Frage Nummer 5. Susanne Gaschke ist ihren Job los. Wegen einer unschönen Steueraffäre ist sie vom Posten der Oberbürgermeisterin einer deutschen Landeshauptstadt... Kiel. Ja, ist richtig. Ja. Ja. War doch überall in den Medien. Ja. Applaus ebbt so langsam ab. Frage Nummer 6. Auch Felix von Jascherow kündigt seinen Job. Sein Name sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber ich bin mir ziemlich sicher. John. Das sucht ihr bestimmt nicht. Nee, das suchen wir nicht.
Ich weiß aber noch nicht, um was es geht, aber es ist der John. Die in diesem Fall John? Darfst du die Frage ja zu ändern hören. Am Samstag bei Schlag den Rat machen wir es ja nicht. Ja. Also, wie wir sehen, ziemlich, dass ihr im Laufe der letzten 13 Jahre schon einmal im Fernsehen gesehen habt. Gut, vielleicht auch nicht. Jedenfalls spielt in einer bekannten Serie den John. In welcher Serie? Keine Ahnung. Felix Jascharow. Den John. 5, 4, 3. Hört sich an wie ein deutscher Schauspieler. Muss also eine deutsche Serie sein. Aus. Du traust dich denn aber auch nichts, ne? Fühlst du viel? Ich habe aber keine Ahnung. Bestimmt irgendeine so RTL-Ärzte-Doku oder sowas. GZSZ wäre es gewesen. Ja, siehst du. Frage Nummer 7. Aber du kennst den Seriennamen von einem GZSZ-Star? Leider ja. Er ist bedenklich. Ja. Ja, in Passau hat man sonst nichts zu tun. Die NASA, NSA-Affäre will einfach kein Ende nehmen. Immer wieder kommen neue Details ans Licht. Aber Spionage ist in der Politik ja nichts Neues. Es gab sogar schon mal einen Bundeskanzler, der wegen eines Spions zurückgetreten ist. Willy Brandt. Günther Guillaume. Wie hieß der Spion? Richtig. Ja, wird noch weniger. Eine ganz große. Die größte Spionageaffäre in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Du bist halt alt. Nee, ich weiß nur was. Frage Nummer 8. In den deutschen Kinos sind derzeit Kate Blanchett und Alec Baldwin in dem Film Blue Jasmine zu sehen. Wie heißt der Regisseur des Films? Keine Ahnung. Weiß wohl keiner. 5. Muss ja bekannter sein, sonst willst du ja nicht nachfragen. Spielt Klarinette. 3. Spielt Klarinette? 2, 1. Spielt der Klarinette? Ja. Schluss. Woody Allen. Ah, Woody Allen, natürlich. Frage Nummer 9. Dann haben wir es auch bald. Ja. Skat wird 200 Jahre alt. Also so alt wie du, ja. Keine Ahnung. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Spiel in der thüringischen Stadt Altenburg entwickelt und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Wie heißt der Fachausdruck beim Skat, wenn man am Ende des Spiels nur 30 oder weniger Augen gesammelt hat? Schneider? Ja! Ja! Yeah! Ich kenne nur Reh. Contra. Contra. Gibt's sowas auch? Bock? Bock gibt's auch. Bock, Reh, Frage Contra, 10, Bock. Letzte Frage. Stephen King ist wieder da. Sein neuer Thriller Dr. Sleep wird jetzt schon als literarische Sensation gehandelt. Es handelt sich nämlich um die Fortsetzung eines legendären Thrillers überhaupt. Seines legendären Thrillers überhaupt. Das Vorgängerwerk stammt aus dem Jahr 1977 und wurde mit Jack Nicholson in der Hauptrolle verfilmt. Wie heißt es? Keine Ahnung. S oder It, ist es das? Nein, das ist es nicht. Ist doch auch Stephen King, oder? Ja, aber... Ist das nicht sein großes Nicht. Nee, nee. So, komm. Retrum. Retrum. Ich bin doch nicht 1977, das ist... Nee. 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 Shining wäre es gewesen, okay. Schade. Ah, Shining. Naja, trotzdem. Schade, schade, schade. Ja. Immerhin einen aus GZSZ gekriegt. Trotzdem nicht schlimm. Nein, oha, das sind 500, kann das sein? 500 Euro. Oh. Ja, hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, danke so. Schön, Elton. Bitte. Das war sehr nett. Ja, ja, das war's auch schon für heute. Jetzt kommt... Mich hast du übrigens noch nie so auf den Arm genommen. Ja, aber so pervers bin ich aber auch nicht. Ach. So, morgen Stefan Jürgens bei uns zu Gast. Und jetzt kommt 2½ Men. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, ey. Seid ihr alle über 18, beziehungsweise ja? Sieht man das nicht? Nee, ihr seht ganz schön aus wie... Nee. Ja, so, ihr seht ja, aus, als seid ihr 14 ganz schön aus, ja, als wärt ihr so 14 oder 15 eher mal. Genau. Aber habt ihr schon Haare am Sack? Habt ihr denn schon Haare am Sack?